Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doraemon Story of Seasons. Und ja, was haben wir heute vor? Wir werden erstmal angeln sage ich schon, erstmal hier die Farm pflegen, ne? Ist ja ganz besonders wichtig, denn ich hoffe mal, steht da jetzt nichts an, oder? Feuerwerk, okay. Ja, erstmal müssen wir die Farm pflegen. Und dann müssen wir unbedingt in die Mine. Ich will unbedingt in die Mine, aber irgendwie will ich erstmal das Sonnenblumenfeld leer haben. Jetzt, wo ist jetzt die Gießkanne? Da, meine Güte. Ah, da müssen wir auch natürlich... Ach, ich bin schon wieder so weit, wieder so raus aus dem Spiel gerade. So. Genau, der Mais fehlt eigentlich noch. Oder auch nicht. Sehr gut, aber es ist Tag 16. Ich glaube, der Mais schafft es nicht noch, also nicht nochmal zu kommen. Deswegen bewahre ich die zwei Stellen mal auf. Saat, da. Dünger meine ich nicht Saat. Was laber ich da? Jetzt erstmal. Wo ist immer dieses Menü für uns? Ist viel zu voll hier alles. Und ich habe noch im letzten paar Tagen ja hier diesen Fleck hier übersehen, Leute. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe es nochmal nach dem Part. Meine Güte, dieses Menü. Ich habe es nochmal neu gemacht, also nochmal den einen da gedüngt. Genau, so. Langsam musste ich mir jetzt auch mal merken können, in welche Richtung ich das machen muss, oder? Ich meine, ist doch nicht wahr. So, und hier noch. Und hier noch. So, dann haben wir hier erstmal alles oberhalb gemacht. Ihr seid nicht fertig. Dann kommt jetzt noch das große Feld dran, aber das geht ja relativ zügig, oder? So, einmal. Ich weiß gar nicht gezielt, wie viele Flächen ich eigentlich insgesamt machen muss. Ich meine, das sind 99 Stück, ne? Nummer 4. 5. 10, ne? Dim, 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 dim. Wenn ich immer dieses immer nur gieße, ne? Irgendwie, weil, da kommt ja auch kaum ein Gesprächsthema auf, ne? Man wird immer so still, wenn ich das hier mache. Ja, also relativ, ne? Jetzt gerade bin ich still. Es ist immer ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht mal genau, was ich sagen soll, wenn ich das mache, was ich jeden Tag mache, ne? Irgendwann. Hey! Ja. Bitteschön, natürlich bringe ich das für dich mit. So, ich habe den Tipp gekriegt, um 8 Uhr nachmittags. Also müssen den Dicken und Gian auf 5 Herzen bringen. War das? Also den Gian, den Dicken und Penta war das. Penta ist schon auf 5. Der muss der Dicke noch auf 5. Ich hoffe, es geht schnell. Hey, Hamon, was geht ab? Bitteschön. Oh Mann, ich vergesse jedes Mal. Ich muss mir unbedingt aufschreiben, was die mögen, Leute. Ist der Dicke zufällig zu Hause? Ja, dann warten wir mal kurz. Bin ich kein Fan von, aber naja, wenn er gerade frühstückt, dann warten wir. So, erstmal kriegt Penta einen Keks. Genau. Ist er noch da? Ich glaube nicht. Der dackelt hier irgendwo rum. Sieht ihn gar nicht. Er sieht gar nicht so aus, wenn er überall rumdackeln würde, ne? Da ist er doch. Keks, 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 Keks. Ah,
Ah, du brauchst noch ein bisschen. Kann das sein? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in die Mine. Ja, wir gehen in die Mine. Es muss sein, Leute. Wir gehen jetzt in die Mine. Jetzt haben wir Zeit. Ich weiß, ihr habt viel aufgebraucht, was die Rohstoffe angeht. Aber... erstmal das ganze Zeug hier weg. Was wir jetzt erstmal nicht brauchen. So, den Mais komme ich, tue ich hier mal rein. Genau, wir können ja den Jahreszeitensalat kochen. Da werden wir das mal tun. Wenn wir, also müsste ich mit Mais, müsste ich den Jahreszeitensalat kochen können. Nach Rezept bitte. Das war doch so ein Sommer, nee, Sommersalat. Paprika fehlt. Oh. Paprika, natürlich. Sonst irgendwas, ein Obstsalat kann ich machen. Ja, dann machen wir das doch mal. Nee, ganze 6 will ich nicht machen. Ja, wobei. Es kommt der neue Ananas. Ein Obstsalat, nice. Gut, damit. Genau, wir müssen noch die Spitzhacke mitnehmen. Ich vergesse das. Die Angel auch. Und die Spitzhacke. Da bist du. Sehr nice. Gut, dann auf in die Mine. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir müssen unbedingt in die Mine. Ne? So, Mineingang. Jetzt ignoriere ich alles mal. Wobei, ich kann ja mal kurz einmal in die Stadt. Ne, es passiert hier jetzt nichts. Hier auch nicht. War zu erwarten. Dann auf zur Mine. Sehr gut. Wie viel Energie haben wir? Wir haben jetzt 84. So, dann. Dann suchen wir mal, ne? Erstmal die Ecken, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Oh, das geht so schön schnell mit der. Und Terrik hat mir vorgeschlagen, dass ich mal über ein Thema sprechen kann, wenn ich hier Minenarbeit machen kann. Und er hat mir so ein paar Vorschläge gemacht, so Lieblingsspiele, Lieblingsgenre vom Spielen. Und ich muss ehrlich sagen, vom Genre würde ich sagen RPG. Ich lege mich nicht fest nach West oder JRPG. Ich lege mich eher so, weiß nicht, zum Beispiel, ich liebe Final Fantasy Spiele, die Reihe. Nicht jeden Teil, ne, aber ich liebe diese Reihe. Aber ich liebe ja auch, welche Reihe ich auch liebe, ist The Elder Scrolls, also Morrowind, Skyrim, Oblivion, ne. Die ersten beiden Teile zähle ich erstmal nicht dazu, die sind ein bisschen, ja, eigen. Habe ich auch noch wirklich gespielt. Muss ich auch noch mal gucken, wie ich die irgendwann mal drauf kriege. Weil ich würde die auch mal austesten. Das heißt jetzt nicht, dass ich nichts gegen andere Genres habe. Ich bin jetzt nicht so der größte Sportspiel-Fan, würde ich mal behaupten. Naja, eigentlich so gut wie gar nicht. Ich meine, ich hab nicht mal ein Sportspiel überhaupt, was ich so in den letzten Jahren gespielt habe. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, was ich gar nicht das letzte Mal ein Sportspiel gespielt habe. Uff. Da stelle ich mir gerade selbst die Frage, wirklich. Was habe ich als letztes gespielt? So sportspielmäßig. Ich nicht, da. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wir essen mal. Nehmen wir die gebrannten Mandeln. Nee, keine Ahnung, was ich für ein Sportspiel gespielt habe. Also mir fällt keines ein. Also es ist schon entweder sehr lange her oder ich habe tatsächlich... Doch, auf GameCube, ich glaube Mario Strikers, ne? Irgendwie sowas. Engen Fun-Sportspiel, würde ich mal behaupten. Irgendwas sowas. Aber sowas wie FIFA oder so. Oder NBA. Nee, habe ich nicht. Einmal habe ich es mal kurz angetestet, soweit ich mich erinnere. Aber das ist jetzt nichts, was mich vor dem Bildschirm fesselt, ne?
bin ja lieber der RPG-Fan. Ich mag es, wenn so Story erzählt werden, so wie bei JRPGs, wie bei, ja, aber auch Adventures zum Beispiel. Es gibt ja, ist mittlerweile verschmelzt ja die Genre, zum Beispiel hier Kingdom Hearts, ne? Ist ja auch eher so ein Adventure, aber auch irgendwie auch so ein JRPG. Und zum Beispiel ist jetzt auch, Borderlands, was ich gerade let's playe, ist ja auch ein RPG. Also es hat zumindest sehr viele Elemente wie Skills und so weiter. Ups. Und verbindet halt die Sachen. Also RPG fließt mittlerweile in sehr viele Genres rein. Was ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm finde. Ich finde es immer ganz gut, wenn man mehr Auswahl hat. Und mich in Menüs rumfriemeln kann. Das gefällt mir so ein bisschen. Okay. Langsam muss ich wieder essen, ne? Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Sardellendip. Das schmeckt auch sicherlich gut, oder? Oh, das macht 50 voll. Also, fehlt 30 irgendwie so. Nee, gar nicht wahr. Doch. Ja. Ich habe auch damals, also jetzt mittlerweile spiele ich gar nicht mehr. Ich habe auch damals sowas wie StarCraft ganz gerne gespielt. Das war noch zur Internetcafé-Zeit. Da hab ich gerne gespielt. Da ist ein Kumpel, weil wir ihn völlig überrannt haben mit diesen Einheiten. Ist er da ausgerastet, hat die Tastatur vom Kaffeebesitzer zerstört. Ja, weil wir ihn umzingelt hatten und ja, zerstört haben. Um es mal vorsichtig zu sagen. Echt jetzt? Ich will wissen, ob hier irgendwie noch Diamanten... Na gut, da gehen wir schon runter, ist okay. Oh, uff. Na, auf jeden Fall hat er alles zerstört. Also ich spiele eigentlich so gut wie alles, wenn mir das Spiel halt gefällt. Zum Beispiel, Sportspiel ist ja auch so ein Ding. Ich bin jetzt nicht abgeneigt, das zu spielen. Also ich spiele es halt selber nicht. Ich kaufe mir auch keine Sportspiele. Bis jetzt, vor kurzem. Da ich ja auch eigentlich recht großer Anime-Fan bin, von diversen Animes, wurde vor kurzem jetzt Captain Tsubasa angekündigt und irgendwie, ich glaube, das werde ich mir einfach mal aus Spaß holen. Wahrscheinlich nicht zum Release, da warte ich ein bisschen ab, aber mal gucken. Was mag ich noch für Genres? Ja, Adventures halt, oder also sowas wie Kingdom Hearts, Action-Adventures mäßig, Okay, 30. Also, Farmspiel natürlich spiele ich ja auch gerade hier, ne? Ich spiele auch sowas wie... Ja, was habe ich hier aufgeschrieben? Ja, nee. Ich habe mir nichts... Ich habe gar nichts aufgeschrieben. Das laber ich. Ja, es gibt so viele Spiele eigentlich. Ich habe die meisten nicht weggepackt. Warum? Egal, lass mich weiter hacken. Es gibt so viele Also ich muss sagen, also ich kann mir mal meine Lieblingsspiele mal aufzählen, ne? Wir gehen jetzt mal kurz mal zurück zum Haus. Und lager mal die Sachen weg. Mein Lieblingsspiel aller Zeiten ist jetzt zum Beispiel Secret of Mana. Ups, nicht hier. Zum Beispiel. Ne? Also ja, ist jetzt Secret... Wobei, wir müssen zum Kühlschrank. Ich muss den Mais wegpacken. Mein Lieblingsspiel ist Secret of Mana auf Super Nintendo. Ja. Jump'n'Runs, genau. Jump'n'Runs, wie kann ich das vergessen? Jump'n'Runs 2D, 3D spiele ich auch ganz gerne. 3D jetzt nicht unbedingt... am gernsten. Warte mal, ich esse mal kurz beiden Pommes auf. 3D Jump'n'Runs nicht unbedingt am liebsten, aber esse ich auch, ne? Also... esse ich auch. Ich habe gerade auf die Pommes geguckt. Jump'n'Runs, 3D Jump'n'Runs spiele ich natürlich auch gerne. Also ich spiele eigentlich vieles gerne. Was ich nicht so gerne spiele, mittlerweile wenn Jump'n'Runs eher, ja, ich bin halt mit der Super Nintendo aufgewachsen als ganz kleines Kind, ne? Und da ist halt das Ding. Warte mal, nach 80. Ich muss mal ganz kurz mal nach oben. Einmal kurz testweise. Einmal Holzfäller weit rein. Okay, es passiert nichts. Was ich sagen will, ist, mittlerweile, also, der Markt wird von
wird von 2D-Indie-Spielen überschwemmt. Was jetzt nicht unbedingt falsch ist, ne? Ist jetzt nicht unbedingt falsch, aber ich weiß nicht, ob sich. Dann nutzt sich halt die Form ein bisschen ab. Ich möchte halt nicht jedes Spiel als Jump Run haben, was rauskommt. Oh, nice. Das hat darauf nicht erhofft. Hier auf dieser Ebene bleiben wir. Ist halt ein bisschen. Ist halt ein bisschen schwer, ne? So. Also ich bin schwer zu überzeugen, was Spiele angeht. Finde ich. Also ich achte bei Spielen echt sehr. Ich weiß nicht. Es ist halt schwer zu sagen, worauf ich achte eigentlich. Wie viel hast du denn noch, Nupita? 49. Ist halt sehr schwer. Also ich achte zuallererst beim Spiel auf den Stil, wie man das Stil gefällt. Beim neuen Spiel, jetzt nicht, zum Beispiel, jetzt nicht beim Remake oder so. Da achte ich doch eher erstmal auf den Stil. Dann als zweites achte ich auf das Gameplay. Ist das Gameplay zu überzeugen? Sieht die Steuerung arg ungenau aus? Darauf achte ich dann halt auch. Und Story, da achte ich nie kaum drauf. Also zuallererst, ne? Oder früh, weil die erlebe ich dann ja eh. So, müssen wir was reinpfeifen wieder. Oh, was haben wir denn hier? Die drei Sardellentipps. So, müsste reichen. Da achte ich halt irgendwie nicht so drauf. Also meist, es schreckt mich halt schon ab, wenn das Stil mich überzeugt, ne? Dann achte ich halt wirklich sehr stark beim neuen Spiel, wie die Steuerung vom erstmal aussieht. Ich meine, mittlerweile habe ich schon die Erfahrung gesammelt an verschiedenen Videospielen, wie eine ungenaue Steuerung vom schon alleine aussieht, ne? Wenn man schon vom Video sieht, dass die Steuerung arg ungenau ist, wenn zum Beispiel jetzt mal als Beispiel wenn man hüpft zum Beispiel. Beim Jump Run ist immer irgendwie am leichtesten zu erklären. Wollen wir jetzt schon runtergehen? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch, hier ist noch Eisenerz und so ein Shit. Wie soll ich das erklären? Woran erkennt man halt, dass die Steuerung ungenau ist? Es ist immer ein bisschen so. Wenn die zum Beispiel hüpfen und in der Luft dann nochmal diesen machen, während sie im Sprung sind. Das ist schon mal ein kleines Indiz, ob die Steuerung ungenau ist. Und natürlich auch irgendwie, wenn zum Beispiel die Sprunganimation vom Look, vom Aussehen halt früher endet, als es gut aussieht oder viel zu spät oder plötzlich abgehackt ist, während man landet zum Beispiel. Es gibt so viele Faktoren, worauf ich dann achte. Also ich achte da nicht mit Absicht drauf. Ich habe mir jetzt irgendwie mittlerweile, ich würde jetzt auch nicht sagen antrainiert, ne? Das hört sich ein bisschen dumm an. Ich achte einfach viel mehr auf sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt hier an Pokécross werkel, also an meiner Animationsserie, also daran wird es wahrscheinlich nicht liegen. Aber irgendwie ist ein bisschen schwer. Mein zweites Lieblingsspiel ist jetzt hier Xenoblade Chronicles. Deswegen habe ich auch beschlossen, dass ich das Remastered ja auch Let's Play in meinem Infovideo. Was vorgestern kam. Genau. Ja, du bist müde. Komm, ein bisschen kannst du noch. Das ist natürlich fest. Secret of Mana werde ich auch irgendwann nochmal Let's Playen. Aber ja. So, da hauen wir mal den Mann nochmal weg. Skyrim, Oblivion, also die Erstkursreihe werde ich wahrscheinlich. Oh, das ist ein bisschen schwer, dass ich das Let's Play möchte, weil dafür muss ich ordentlich Zeitaufwand betreiben und nee. Ich glaube, die Reihe spiele ich lieber privat. Wie voll bist du? 108, ja gut, das geht ja gerade noch so. Das ist jetzt immer die Top 2 jetzt, also Top 3. Also der Elder Scrolls würde ich auf Stufe 3 packen.
ich liebe zum Beispiel Final Fantasy 9, also und 10 mag ich auch sehr gerne und 8 nicht so unbedingt gerne. Also ich habe da, also ich mag es schon, aber jetzt ist ne, aber 9 mag ich am liebsten, 7 mag ich auch. Natürlich mag ich 7, natürlich mag ich auch 9, mein Lieblings-Final Fantasy. 10 mag ich auch irgendwie, mag das die Story irgendwie sehr und 15, obwohl 15 von vielen Kritikern ja gesagt wird, boah, das ist böse, das Spiel, blöd das Spiel, das ist voll schlecht und so. Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich voll gut, das Spiel. Ja klar, es hat Schwächen, wie jedes andere auch, also ich sehe die Schwächen natürlich auch. Aber wenn mich ein Spiel von der Story und vom Spiel, wenn mich das Spiel schafft, dass ich es durchspiele und es mir langweilig wird, dann ist das für mich trotzdem ein gutes Spiel. Auch wenn die Open World sehr leer war, ne? Also ich hab wirklich viel zu kritisieren an Spiele. Wenn ihr mein Pokémon Let's Play guckt, uff, hört auf. Also da mittlerweile, uff. Manche Sachen sind ja. Vielleicht bin ich einfach nur, was Videospiele angeht, ein bisschen zu kritisch geworden. Ich weiß es nicht. Ich kaufe mir auch zum Beispiel kein DLC oder so. Oder wenn zum Beispiel ein neues Smash Bros. Also der Fighter Pass zum Beispiel von Super Smash Bros. Habe ich auch noch nicht gekauft. Weil ich halt lieber aufgewartet habe auf das Volle. Ich bin halt immer ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kaufe immer. Bin ich vorsichtig beim Kaufen? Aber. Wie viel hast du noch Energie? Aber wenn ich was sehe, weil ödet es mich sehr schnell an. Ich weiß auch nicht warum. Okay, die essen mir alle auf. Ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel, als bestes Beispiel, Assassin's Creed. Viele feiern ja, dass da zum Beispiel JRPG-Elemente reingekommen sind, ne? Ist jetzt nicht unbedingt. Wir machen den Part jetzt heute ein bisschen länger. Ich möchte nicht hier im Part aus der Mine rausgehen vorzeitig. Ist jetzt nicht unbedingt, ja. Ich habe Teil 2. Meine Güte, Nobita. Du sollst den hier schlagen. Ich habe Teil 1 gespielt. Gerne. Also mir hat das sehr gefallen, das ganze Prinzip. Als Assassine, als Auftragskiller, beziehungsweise als, ja, als Mörder unterwegs sein. Als Assassine halt. Bei Teil 2 fand ich halt auch gut, dass man halt einen Charakter lenkt, den man irgendwann mag, ne? Dessen Story man gerne verfolgt und so. Und ab Teil 3, da war bei mir irgendwie so ein bisschen, was die Spielreihe angeht, so die Luft raus. Also, als Indianer ist ja schön und gut, aber der Typ war ja mehr, ja, wie soll man beschreiben? Wie ein Elefant im Porzellanladen als Assassine. Und es war irgendwie dumm. Und irgendwie hat sich dann die Ubi-Formel für mich halt komplett abgenutzt. Klar, es würden viele sagen, ja, ist halt die Ubi-Formel. Die ist halt so, also die Ubisoft, ne, die Spiele. Ist halt die Ubi-Formel. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar, dass du es kritisierst, ne. Ja, nee, das hat schon bei mir rauskristallisiert, bevor ich überhaupt wusste, was die Ubi-Formel ist. Zum Beispiel in Watch Dogs zum Beispiel. Ich weiß, ist ja auch das ist die Ubi-Formel. Das habe ich auch nicht gecatcht. Oder die letzte E3, wo das neue Watch Dogs. Ich weiß nicht, ob das letzte. Ja, müsste der letzte sein. Watch Dogs 3 oder so? Ich weiß es nicht. Angekündigt wurde mit, dass man 1000 Millionen Charaktere lenken kann. Das hat mich auch irgendwie nicht so gecatcht. Klar, es hört sich so marketingmäßig ein bisschen lustig an. Ein bisschen. Ein bisschen krass, aber. Ich weiß nicht. Ist vielleicht auch mein Geschmack. Mein Geschmack hat sich vielleicht auch über die Jahre verändert oder so. So, einen Schlag mache ich hier noch. Dann muss ich ja was essen. Essen. Da. Die Eiersuppe. Echt jetzt? Das macht nur so wenig. Krass. Wie wenig die Eiersuppe macht. Ich muss auch darauf achten, dass wir nicht so lange hier unten bleiben. Weil, ja, ihr wisst ganz genau. Zumindest bleibt die Zeit stehen, während Nobita isst. Und Obstsalat. Ja gut, Obstsalat ist gut.
Ja, Obstsalat, super. Aber wobei ich eigentlich sagen muss, eigentlich hat sich mein Geschmack eigentlich kaum verändert. Ich spiele eigentlich immer noch die Spiele. Oh, wir sind. Jetzt habe ich das alles gefressen. Ohne Grund. Geil. Gut, da hacke ich hier ein bisschen rum. Wir kriegen ein bisschen Müll. Naja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich habe noch mehr Lieblingsspiele. So ist das nicht. Kingdom Hearts zum Beispiel. Liebe ich auch. Also, nee, und auch nicht, wenn ich jetzt die Spiele nicht aufziele. Heißt nicht, dass ich sie möge. Fallen jetzt auf Anhieb jetzt nicht die, meine Top 10 eigentlich mal irgendwo aufgeschrieben hatte. Auch liebe ich so ruhige Spiele, so wie Rune Factory zum Beispiel. Mag ich auch. Also ich habe ja auch öfter mal erwähnt, dass ich die Reihe mag. Auch wurde ich jetzt bei meinem Infovideo gefragt, ob ich Animal Crossing spiele, mal ob ich da was mache, Videos oder Let's Play. Und Animal Crossing ist halt so eine Reihe, ich habe noch nie die Faszination hinter dem Spiel verstanden. Für mich ist das, ich habe es getestet mal früher, also schon ein bisschen länger her, ob das was für mich ist, also aber für mich ist das irgendwie, weiß ich nicht, ist das einfach so ein ich will jetzt nicht böse klingen, Leute. Für mich ist das so eine Art Langeweile-Simulator. Ja, ich weiß, hört sich jetzt böse an, als ich es eigentlich meine. Man läuft halt rum. Ah, komm, der Ausbuster. Was hat hier heute Ausbeute? Zwei Saphire, die zwei Diamanten und zwei Rubine. Ja, die Fossilien können wir eigentlich verkaufen, ne? Wobei, sowas wie Eisen behalten wir und Gold. Das geht natürlich auch, Steine auch. Hier, komm. Oh, und zwei Smaragde, genau. Und Bernstein behalte ich auch mal. Weiß nicht wofür, aber, ne? Ja. Aber, ich habe auch schon geschrieben in den Kommentaren, also euch geschrieben. Ich weiß, dass Doraemon alles hier verkauft. Ich werde eventuell mal vielleicht ein paar Videos zu Animal Crossing machen. Ich meine, kaufen werde ich es mir eh, weil meine Freundin das haben möchte. Dementsprechend werde ich mir das sowieso mal angucken. Nochmal selber für mich spielen. Und, ja, vielleicht nehme ich die erste Stunde oder so, oder ein paar Parts testweise für euch auf, um zu gucken, ob mich das Spiel überzeugt oder halt nicht. Ich werde mal gucken. Also ich bin jetzt nicht der größte Animal Crossing Fan, aber vielleicht fängt das Spiel an, mir zu gefallen. Und ich sehe schon, ich muss ins Bett. Ich wünsche euch einen guten restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Bis dann. Tschüss.